Ich kann nicht mein Chaos ignorieren und ich muss zugeben, die letzten Tage oder die Wochen waren etwas anstrengend. Und die letzte Woche waren wir krank, wir sind immer noch, also ich habe irgendwie Halsschmerzen, mein Sohn ist noch zu Hause mit Husten. Und ich zeige dir heute meine Realität. Ich gehe mit der Kamera rum und ich zeige dir die Räumlichkeiten. Ich habe nichts weggeräumt extra. Es ist jetzt so, wie das ist. Ich teile es mit dir, weil bestimmt hast du auch solche Phasen oder Momente, wo es einfach aus dem Ruder läuft, wo du einfach das Gefühl hast, du weißt nicht, womit du anfangen sollst und zu Hause herrscht Chaos und natürlich überträgt das sich auf uns, auf unsere innere Ruhe, beziehungsweise man wird innerlich unruhig und die Energie fließt nicht frei zu Hause. Wir haben keine Struktur und keinen klaren Kopf. Deswegen ist es schon wichtig, zu Hause auch die Ordnung zu haben oder zu halten und ja, die Weekly Home Blessing mache ich heute. Ich werde den Timer stellen, allerdings gebe ich mir mehr Zeit. Ich fühle mich nicht so wohl. Ich möchte das auch langsamer machen und heute auf jeden Fall achtsamer. Ich möchte dich nicht einfach motivieren, indem du zuschaust, wie ich putze, sondern ich möchte dich dazu animieren, in der Zeit, wo du was aufräumst oder putzt, an Dankbarkeit zu denken. Ich möchte diesmal auch kein Hörbuch hören, weil das lenkt natürlich ab, sondern versuchen wirklich in dem Moment hier und jetzt zu sein. Du denkst nicht daran, was passiert morgen oder was du alles noch zu tun hast oder dass du noch dies und jenes machen sollst heute, sondern fokussiere dich auf hier und jetzt und überleg, wie toll das ist, dass du diese Sache jetzt in der Hand halten darfst, dass du hier putzen darfst, dass du für deine Familie Ordnung schaffen darfst. Vielleicht hast du vor 10 Jahren über eine Familie geträumt, über ein Zuhause, über Kinder, über liebevolle Beziehung. Und jetzt hast du das. Jetzt lebst du diesen Traum und denk darüber nach, was du jetzt schon hast. Und so möchte ich heute vorgehen. Wir putzen achtsam. Die Liste hilft mir, fokussiert zu bleiben. Bevor ich eine Aufgabe abgeschlossen habe, fange ich nicht mit der nächsten Aufgabe an. Meine Taschen sind voll. Aber was ich auch sehr gerne mache, ich bin jetzt im Bad und wenn ich das Bad putze und reinige oder so einen Tag, Weekly Home Blessing Hour, was ich meistens am Montag mache, räume ich auch die ganzen Handtücher gleich oder ich nehme die mit nach unten und ich werde die auch waschen und neue aufhängen, sodass wir ein Gefühl haben von einem sauberen Zuhause. Bettwäsche werde ich heute nicht wechseln. Ich habe das, wir waren ja krank und ich habe das am Wochenende dann getauscht. Aber die Handtücher brauchen Reinigung. Während ich mit den Waschsäcken nach unten gehe, halte ich inne und spüre Dankbarkeit für die kleinen Helfer, die mir den Alltag erleichtern. Besonders der Wäschekorb verdient meine Wertschätzung. Mit seinen praktischen Waschsäcken sorgt er dafür, dass ich die Wäsche schnell und bequem zur Waschmaschine transportieren kann. Stück für Stück nehme ich die Kleidung in die Hand und sortiere in die Kisten. Jedes Teil erzählt eine Geschichte. Das gemütliche Lieblingsshirt, das mich durch entspannte Stunden begleitet hat. Die bequeme Hose, die mich durch stressige Tage getragen hat. Jeans von meinen Kindern, die sie täglich begleiten und denen Komfort und Zuverlässigkeit schenken. Ich bin dankbar für all diese Dinge, die mein Leben leichter und schöner machen. Während ich die Handtücher in die Waschmaschine lege, nehme ich mir einen Moment, um sie bewusst zu betrachten. Diese einfachen Stoffstücke begleiten mich jeden Tag. Sie trocknen meine Haut nach einer warmen Dusche, schenken mir Wärme und Geborgenheit, wenn ich sie um mich lege. Dann öffne ich die Waschmaschine, diesen Helfer, der mir so viel Mühe erspart. Ein Knopfdruck und sie übernimmt die Arbeit, die vor nicht allzu langer Zeit noch Stunden manueller Anstrengung bedeutete. Ich wähle das Waschmittel, ein Duft, der mich an Geborgenheit und Frische erinnert. Und du wirst mich sehen, in diesem Video nutze ich immer wieder Produkte von Everdrop. Mein ganzer Haushaltsprodukte sind von Everdrop. Ich liebe den dezenten Duft und ich liebe auch Abo-System. Es kam jetzt im Abo zu mir nach Hause. Ich muss nicht drüber nachdenken, wenn es zu Ende ist. Das wird quasi automatisch zu mir nach Hause geschickt. Ich finde das praktisch.
Ich nutze Waschmittel von Everdrop seit langer, langer Zeit und ich bin dankbar für so ein Unternehmen, das dazu beiträgt, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Die nachhaltigen Reinigungsmittel von Everdrop sind nicht nur wirksam, sondern auch umweltfreundlich. Sie kommen ohne Plastikverpackungen aus und bieten eine echte Alternative für einen verantwortungsvolleren Alltag. Nicht nur Waschmittel nutze ich von Everdrop, sondern auch Badreiniger. Badreiniger und Toilettenreiniger sind meine wahren Begleiter seit Jahren und ich kann die nicht mehr missen. Momentan ist es mega Rabatt bei Everdrop. Wir haben Clean Weeks, Black Friday. Wir bekommen bis zu 40% Rabatt ab einem Mindestbestellwert von 99 Euro. Solche Rabatte gab es noch nie bei Everdrop. Falls du die Produkte selber ausprobieren möchtest, jetzt ist es die Chance, noch vor den Feiertagen deinem Zuhause einen frischen Look verleihen, sauber zu machen und einfach dabei ein gutes Gewissen zu haben. Ich finde die Produkte so schön, die sind auch ästhetisch schön. Zum Beispiel, das ist ein Set aus der Serie Badreiniger. Die haben auch noch so einen Farbcode. Ja, es ist rosa. In der Küche sehen wir so hellgrüne Produkte. Die Verpackungen sind entsprechend auch in diesem Farbcode und einfach ästhetisch schöne Produkte. Ich habe hier auch zum Beispiel eine Dose mit Zitronensäure. Alles aus Glas, alles nachhaltig, alles wieder befüllbar, so dass du nachher im Prinzip nur diese Päckchen brauchst, dünn, leicht, aus Papier. Dann kannst du umfüllen in Glasflaschen. Hier ist noch ein Beispiel von der Glasflasche, das ist Universalreiniger. Wie gesagt, meine ganzen Produkte sind von Everdrop und das ist nicht nur, weil ich Werbung mache, sondern ich bin wirklich in die Produkte verliebt, in den Duft und Effekt, ja, die Reinigungskraft ist sehr gut. Falls du Interesse hast, findest du alles in der Videobeschreibung. Dort ist mein Link und mein Code und so kannst du dich selber vergewissern, indem du noch einen mega Rabatt bekommst. Gerade jetzt in diesen Wochen bis zum 2. Dezember läuft diese Aktion. Ich sprühe das etwas, eine Sekunde Einwirkzeit, genauso die Toilette sprühe ich gleich mit dem gleichen Mittel. Und man sieht, die Toilette wurde auch lange nicht geputzt. Ich war krank und es gibt solche Wochen, wo man einfach ja, aus dem System rausfällt. Aber da sagt man zu sich, wunderschön, du hast diese Zeit gehabt und du hast die Zeit gebraucht. Du warst nicht fit, um sich um dein Haus zu kümmern, aber jetzt kümmerst du dich um dein Haus und du bist wunderbar, so wie du bist und du hörst auf deinen Körper. Und wenn dein Körper mehr Ruhe braucht und morgens vielleicht gar nicht so fit ist und gar nicht aufstehen möchte und du dir es erlauben kannst, ein bisschen länger zu schlafen, dann mach das. Ja, dann ist es etwas, was dein Körper gerade in dem Moment braucht. Ich fange in der Küche an. Während ich die Küche aufräume, nehme ich mir bewusst Zeit, die Dinge um mich herum wertzuschätzen. Wenn ich die Geschirrspülmaschine öffne, erfüllt mich der Duft von Frische und Sauberkeit. Jedes Geschirrteil, das ich herausnehme, ist ein Zeichen von Ordnung und Vorbereitung für die nächsten gemeinsamen Mahlzeiten. Mit einem Knopfdruck übernimmt die Maschine eine Aufgabe, die früher viel Zeit und Mühe gekostet hat. Ich bin dankbar für diese Technik, die mir wertvolle Minuten schenkt. Minuten, die ich für mich, meine Familie und andere wichtige Dinge nutzen kann. Jedes schmutzige Geschirrteil, das ich hineinlege, symbolisiert eine Mahlzeit, einen Snack oder einen Moment des Genusses, für den ich dankbar bin. Danach räume ich die Arbeitsfläche frei und wische sie sauber. Dabei denke ich an all die Mahlzeiten, die hier entstanden sind. Ich bin dankbar für diese Kochinsel, das ist der Ort, an dem ich mich mit anderen verbinde. Mit Freunden und Familie. Ich bereite die Mahlzeiten vor und verbringe mit denen gemeinsame Zeit. Das ist das Herzstück unserer Küche und dafür bin ich dankbar. Musik.
Statt mich über die Fingerabdrücke zu ärgern, fühle ich eine Dankbarkeit für diese Erinnerungen. Denn sie sind ein sichtbares Zeichen für das Leben, das sich in unserem Zuhause abspielt. Voller Bewegung, voller Entdeckungen und voller Liebe. Wenn du Haustiere hast, spürst du bestimmt auch ähnliche Gefühle, die Gefühle der Dankbarkeit für all die Momente, die dir deine Haustiere schenken. Ich wische den Spiegel ab und plötzlich sehe ich klarer. Es ist die Gelegenheit, sich selbst in die Augen zu schauen und sich selbst für all die Arbeit und Mühe zu bedanken. Schritt für Schritt wird nicht nur mein Spiegelbild klarer, sondern auch meine Gedanken. Die Last von gestern verschwindet und die kristallklare Oberfläche des Spiegels erinnert mich daran, wie jeden Tag und jeder Moment ein Neuanfang sein kann. Ein unbeschriebenes Blatt, das nur darauf wartet, mit neuen Erfahrungen und Möglichkeiten gefüllt zu werden. Jeder Wisch, der die Spuren der Vergangenheit entfernt, hilft mir, das Alte loszulassen und Platz für das Neue zu schaffen. Und während ich den letzten Fleck entferne, spüre ich Dankbarkeit für die Chance, jeden Tag als Gelegenheit zu sehen, mich selbst zu reflektieren, zu wachsen und jeden Augenblick zu schätzen. Und natürlich in der Zeit, wo wir das Kinderzimmer aufräumen, erinnern wir uns daran, wie toll das ist, dass wir jetzt Kinder haben, wie dankbar wir sind für diesen Lebensabschnitt, den wir jetzt erleben, wo wir kleine Kinder haben, die wir anleiten können, die wir begleiten dürfen. Wie dankbar man ist, dass man überhaupt ein Kinderzimmer hat, ein wunderschönes Kinderzimmer, wo die Kinder träumen können, wo sie ihre Fantasie in freien Lauf lassen können. Dass es ein Luxus als Kind hatte, ich kein Kinderzimmer. Und jedes Mal, wenn ich gereizt bin oder spüre, oh Gott, das ist jetzt schon wieder ein Mess, was haben sie da angestellt? Und das Zimmer, und das ist jetzt zu viel. Und jetzt haben wir sogar zwei Kinderzimmer und jedes Kinderzimmer ist ein Mess. Ich versuche mich in diesem Moment, mich zurückzuholen zu diesem Dankbarkeitsgefühl. Ich bin dankbar, dass wir unseren Kindern ermöglichen, jeweils ein Kinderzimmer zu haben. Und wenn du das nicht ermöglichen kannst, sei einfach dankbar, dass du überhaupt ein Kinderzimmer hast. Ich bin wirklich so aufgewachsen, dass ich gar kein Kinderzimmer hatte. Und für jeden Zentimeter in meinem Haus bin ich dankbar. Wir haben wirklich Fläche, was ich als Kind gar nicht erleben durfte. Und in diesem Moment spüre ich diese Dankbarkeit und dass ich überhaupt Kinder habe, die so wunderschön sind und in meinem Leben sind. Und da sind die Blumen meines Lebens. Wenn ich den Staubwischlappen in die Hand nehme, nehme ich mir einen Moment, um dankbar zu sein. Für diesen Staubwischlappen. Ich liebe den Staubwischlappen und ich kann dir den gut empfehlen. Manchmal nutze ich Staubwedel, aber heute habe ich mich entschieden, mit dem Staubwischlappen alles gründlich sauber zu machen. Während ich mit den Staubwischlappen in den Kinderzimmern durchgehe, denke ich nicht nur daran, wie ich die Oberflächen von dem Staub befreie, sondern spreche ich auch laut wie Mantra, dass ich die ganzen Krankheiten und alle Viren und Bakterien mit diesem Wischlappen wegwische. Es bleibt nichts mehr übrig, das Zimmer füllt sich mit neuer Energie, mit Gesundheit und klarer Luft. Ich bin dankbar für die Dinge, die in meinem Leben sind, für die Möbel, die mich umgeben, für die Erinnerungen, die sie tragen und für die Zeit, die ich mit ihnen verbracht habe. Der Staub, den ich wegwische, erinnert mich daran, wie vergänglich alles ist und wie wichtig es ist, den Moment zu schätzen. Staub ist ein Zeichen des Lebens. Er zeigt mir, dass ich in einem Raum voller Aktivitäten und Geschichten bin, dass hier Menschen wohnen, leben und wachsen. Im Sommer waren meine Kinder bei den Großeltern und wir hatten wirklich kaum Staub zu Hause. In dem Moment erinnere ich mich, dass Staub ein Zeichen des Lebens ist. In der Stille des Staubwischens finde ich Ruhe und Frieden. Ich schätze die Gelegenheit, mich um mein Zuhause zu kümmern und fühle mich dankbar für die einfache, aber bedeutungsvolle Aufgabe, die mich im Hier und Jetzt verankert.
Beim Staubsaugen halte ich einen Moment inne und spüre die Dankbarkeit für dieses einfache, aber so effektive Werkzeug, das mir hilft, meinen Raum sauber und ordentlich zu halten. Dieser Staubsauger ist ein treuer Helfer, der mir die Last der täglichen Reinigung abnimmt und dafür sorgt, dass ich mich in einem angenehmen und sauberen Umfeld bewegen kann. Das ist ein ungewöhnlicher Staubsauger, denn er zeigt mir, wo genau der Staub sich versteckt. Durch das grüne Licht, was auf dem Boden erscheint, sehe ich die kleinsten Staubpartikel und kann den Boden gründlich reinigen. Ich kann gar nicht aufhören zu saugen, das ist wie ein Spiel und das macht richtig Spaß. Ich bin auch dankbar, dass dieser Staubsauger ohne Kabel ist und ich die Treppe gründlich reinigen kann und dabei schnell vorwärts bewegen kann, ohne die unnötigen Bewegungen mit dem Kabel. Wenn man mehrere Stockwerke hat, ist ein akkubetriebenes, kabelloses Gerät Gold wert. Übrigens, ich habe diesen Staubsauger letztes Jahr während der Black Friday Week angeschafft und ich kann mir den nicht mehr wegdenken. Ich bin auch sehr dankbar für meinen Boden, den ich gerade von dem Staub befreie. Obwohl ich nie wieder einen dunklen Boden machen würde, weil jeder Krümel und jede Staubpartikel auf diesem Boden zu sehen ist, trotzdem liebe ich diesen Boden und diese Farbe, sie verleiht mir Bodenständigkeit und ich mag diesen Holzton. Jeder Schritt des Staubsaugens erinnert mich daran, wie wichtig es ist, mein Umfeld zu pflegen. Nicht nur um Ordnung zu schaffen, sondern auch um einen Ort der Ruhe und des Wohlbefindens zu gestalten. Während ich den Wischmopp durch den Raum ziehe, bin ich dankbar für diesen einfachen, aber so kraftvollen Akt der Reinigung. Zuerst bedanke ich mich bei meinem Wischmopp für diesen Eimer und für dieses System, was ich schon Jahre nutze und das mir ermöglicht, mit trockenen Händen meinen Boden sauber zu wischen. Nasswischen ist für mich nicht nur eine Aufgabe, sondern eine Gelegenheit, meinem Zuhause eine frische, einladende Atmosphäre zu verleihen. Der Wischmopp gleitet sanft über den Boden und mit jeder Bewegung spüre ich, wie der Raum wieder atmen kann. Ich bin dankbar für den sauberen Boden unter meinen Füßen, der mir Geborgenheit und Ruhe gibt. Es ist erstaunlich, wie der frische Duft von sauberem Wasser den Raum erfüllt und ihn gleichzeitig beruhigt und erfrischt. Ich nutze keine Zusatzstoffe, manchmal kann ich ein paar Tropfen ätherische Öle in das Wasser reintun für einen angenehmen frischen Duft. Da bin ich ziemlich minimalistisch und ich schaffe mir nicht so viele Reinigungsmittel an, genauso wie bei dem Spiegel reicht Wasser völlig aus. Während der Wischmopp sanft über die Flächen gleitet, fühle ich mich verbunden mit meinem Zuhause, als würde ich ihm mit jeder Bewegung etwas Gutes tun. Und das tue ich auch. Der Prozess des Aufräumens erinnert mich daran, wie wichtig es ist, achtsam mit meiner Umgebung umzugehen und mir den Raum zu geben, den ich verdiene. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, jeden Tag neu zu beginnen, den Ballast loszulassen und mit einer frischen Perspektive in den Tag zu starten. Ich hoffe, dieses Video hat dich inspiriert, mit mir mitzumachen, dein Herz mit Dankbarkeit zu füllen und die kleinen Dinge des Lebens wertzuschätzen. Denn oft sind es diese unscheinbaren Momente, das Aufräumen, das Saubermachen, die alltäglichen Aufgaben, die uns helfen, mehr Achtsamkeit in unser Leben zu bringen und uns daran erinnern, wie viel wir eigentlich bereits haben.